So unser Sondervideo für die Fußballer. Und es ist wirklich ein erstaunliches Spiel, das wir heute hier sehen. Das zum größten Teil durch den neuen Verteidiger Josh Tyler dominiert wird. Der muss allerdings noch gegen den berühmten Stürmer Billy Goldstiefel Gates antreten. Der in Josh Tyler sicherlich seinen Meister gefunden hat. Oder ist es vielleicht andersherum? Ich würde sagen, es befindet sich heute nur ein Mann auf dem Spielfeld, der unschlagbar scheint. Nun, ich denke, darauf können wir uns einigen. Und das ist der, der die neuen platinummantelten magischen Fußballschuhe trägt, die von allen interdimensionalen Spielern getragen werden. Jene, die drachensicher sind? Und die mit einer ballanziehenden Magie versehen sind. Die mit den Haaren von Fotomodellen zusammengenäht wurden. Genau diese. Hast du solche? Nö, aber mein Bruder hat welche und ich kann sie mir jederzeit ausleihen. Glaube ich nicht. Kann ich doch. Dein Bruder ist ein Spinner. Er hat Mike so lange mit dem Kopf nach unten gehalten, bis er Nasenbluten bekam. Und nur, weil er ihm die Schuhe beschmutzt hat. Es war eine unzulässige Grätsche. Mike ist erst 8? Sein Gesicht hat sich aber ganz lustig verfärbt. Das von seiner Mutter auch. Sie kam vorbei. Wer? Mikes Mutter? Um sich zu beschweren? Ja. Was passierte? Meine Mutter ist durchgedreht und hat meinen Bruder die Schuhe weggenommen. Deswegen kann ich sie jederzeit haben, wenn ich will. Cool. Kann ich sie mal ausprobieren, wenn du sie hast? Weiß nicht. Ach komm, ich hab dir gestern auch die Hälfte von meinem Sandwich gegeben. Aber die Schuhe sind mehr wert als ein halbes Sandwich. Aber es war mit Marmelade, Erdnussbutter, Schinken und Schokolade sowie extra Banane. Na gut, du kannst die Schuhe mal ausprobieren, wenn du vorsichtig bist. Klar doch. Was ist dein Lieblingssandwich? Schätze mal, Schinken und Käse mit Gürkchen und Sultanin. Und deins? Ich mag Curry und Fischpaste. Ja, oder Würstchen mit Kartoffelbrei und Glibber. Aber mein Lieblingssandwich muss mit Pfefferminzeis, Schokoladenstreuseln und extra Schokoriegel statt Brot, Sahne und Marmelade gemacht sein. Das ist auch mein Liebstes. Du sagtest, das wäre Schinken und Käse mit Gürkchen und Sultanin. Ja, aber erst nach einem Eiscreme-Sandwich. Hast du schon viele davon gehabt? Tonnenweise. Ich auch. Das ist aber kein echtes Sandwich, oder? Natürlich ist es ein echtes Sandwich. Aber ich dachte, für ein wirklich echtes Sandwich braucht man Brot. Natürlich kannst du Brot nehmen, wenn du willst. Aber das Brot weicht doch auf. Vielleicht gibt es dafür besonderes Knäckebrot. Glaubst du, sie machen ein Brot, das dieses wässrige Zeug nicht absorbiert? Ja, sie nehmen knuspriges Mehl und tun dann den übrigen Kram dazu. Wasser. Was? Wasser. Man nimmt doch Wasser, um Brot zu machen. Oh. Also können sie doch gar kein Brot machen, das Wasser absorbiert, weil sie es ja von Anfang an gar nicht machen können. Ist doch logisch. Scheint so. Willst du angeln gehen? Wann? Weiß nicht, aber wohl bald. Mein Vater hat gesagt, dass er uns mal mitnehmen wird. Cool. Ja, und wir können viele Fische fangen. Ich werde mehr Fische fangen als du. Wirst du nicht. Werde ich doch. Nein, wirst du nicht. Ich werde 1 Million Fische fangen. Ich werde 1 Gazillion fangen. Ich werde 1 Ballaballion Fische fangen. Wirst du nicht. So viele Fische gibt's doch gar nicht. Auf der Welt schon. Naja, auf der ganzen Welt schon. Aber nicht im Fluss. Wohl nicht. Im Fluss gibt's wahrscheinlich nur so 1 Trillion. Und ich werde sie alle fangen. Außerdem 1 kleinen Fisch, den du erwischen wirst. Klar. Und der einzige Grund, warum dein Vater angeln gehen will, ist, dass er dich ertränken kann. Soll er doch, soll er doch. Ich würde dann zum Grund des Flusses schwimmen. Und ertrinken. Und dann würde ich die große Schlange finden, die am Grund des Flusses lebt. Und die würde dich fressen. Die würde ich im Kampf besiegen und mich auf ihren Rücken stellen. Immer noch mit angehaltenem Atem? Ja, denn ich habe besonders große Lungen, weiß doch jeder. Und dann würde ich die Schlange reiten und unter das Boot lenken. Und dann das Boot umkippen lassen und dann würde ich dich fressen lassen. Wann wird uns dein Vater mitnehmen? Wenn er mal von der Arbeit loskommt. Was wirst du machen, wenn du mal arbeiten musst? Ich werde mit Computern arbeiten. Wieso? Weil jeder, der mit ihnen arbeitet, wirklich cool und wirklich lustig ist. Das werde ich auch tun. Oder ich werde Buchhalter.
Ich könnte ein Bienenzüchter werden. Oder ein Torwart. Torwart, so ein Quatsch. Du bist doch nicht mal gut genug, um für Knalldorf Schlammheim zu spielen. Wer sind die? Siehste? Aber ich bin der beste Spieler der Welt. Bist du nicht? Ich spiele in der Universumsliga. Ich auch. Es steht 1-0 und in dieser spannenden Partie sind noch 20 Minuten zu spielen. Und es ist wirklich ein erstaunliches Spiel, das wir heute hier sehen. Das zum größten Teil durch den neuen Verteidiger Josh Tyler dominiert wird. Der muss allerdings noch gegen den berühmten Stürmer Billy Goldstiefel Gates antreten. Der in Josh Tyler sicherlich seinen Meister gefunden hat. Oder ist es vielleicht andersherum? Ich würde sagen, es befindet sich heute nur ein Mann auf dem Spielfeld, der unschlagbar scheint. Nun, ich denke, darauf können wir uns einigen.